was es für die Blumen war, dass sie sich nicht waschen durften. Wenn sie lange in Zellen oder in den Baracken eingesperrt waren, hatten sie monatelang keine Möglichkeit, sich zu waschen, obwohl Waschbecken in Sichtweite waren und einfach nicht benutzt werden durften, wenn nur 30 Sekunden lang und unter Aufsicht der. Die Abzeichen, die den Grund für ihren Aufenthalt zeigten, wurden nach bestimmten Kriterien verteilt und mussten an der Kleidung angebracht werden. Die Grundform des Kennzeichens war ein umgedrehtes Dreieck, welches in verschiedenen Farben und Ergänzungen vorkam. Zum Beispiel bei den Juden wurde das Dreieck zu einem Stern ergänzt. Die Lagerverwaltung war mit modernsten Mitteln ausgestattet. Schreibmaschine, Telefone, Funkgeräte, Register und Karteikarten. Die Lagerverwalter hatten nahezu die vollständige Verfügungsgewalt über eingelieferte Menschen. Es gab 5 Abteilungen und in den Verwaltungsgebäuden arbeiteten mehrere SS-Männer. Um 1942 wurden mehrere Häftlinge zu Funktionshäftlingen. Diese standen zwischen der SS und den normalen Häftlingen. Die Funktionshäftlinge hatten eine bevorzugte Stellung und einen höheren Lebensstandard. Die 5 Abteilungen der SS, die sich um die Verwaltung kümmerten, standen unter dem Kommando des Lagerkommandaturs. In diesem Haus vertraten der Lagerkommandant Karl Koch und Hermann Peter einige des Lagerkommandaturs. Nach der Ankunft in Buchenwald kamen die Häftlinge ins Desinfektionsgebäude. Sie mussten ihre persönlichen Gegenstände abgeben, wurden geschoren und mussten in ein Desinfektionsbecken steigen und vollständig darin eintauchen. Dann bekamen sie die Sträflingskleidung ausgehändigt und eine Nummer in den Arm gebrannt. Die Aufteilung der Transporte erfolgte durch den Lagerarzt, der sie untersuchte. Sie wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe waren die Transportfähigen. Die mussten über 16 sein und unter 60, eine gute körperliche Verfassung haben und geeignet sein für eine Arbeitsaufgabe. Auf der Karteikarte wurde dies mit K vermerkt. Die zweite Gruppe waren die Grenztransportfähigen. Diese waren in keiner guten körperlichen Verfassung, jedoch fähig für leichte Arbeit. Auf der Karteikarte wurde ein X gemacht. Die dritte Gruppe waren die Lagerarbeiter. Diese mussten über 16 sein,
teilweise auch über 60, eine gute körperliche Verfassung haben, wenn sie auch eventuell mit leichten körperlichen Mängeln ausgestattet waren. Die vierte Gruppe war die Leichtfürlagearbeit. Diese hatten weniger gute körperliche Verfassung, durften aber Tätigkeiten wie zum Beispiel Holz und Stücke brechen, das Verbrennen ausführen. Die fünfte Gruppe waren die Unbrauchbaren. Diese waren geistig verwirrt oder körperlich deformiert, hatten insgesamt eine schlechte körperliche Verfassung. Die sechste Gruppe waren die Invaliden. Diese waren alt oder hatten Armamputationen hinter sich. Diese waren meistens nicht transportfähig. Andere Einteilungen war Facharbeit, sitzende Auszubildende oder sorgfältige Behandlung.